Hey da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Shania und ich bin jetzt schon seit einigen Jährchen Vollzeitkünstlerin und das habe ich unter anderem meinem Online-Shop shaniabow.com zu verdanken. Dort verkaufe ich Sachen wie Sticker oder Prints, Postkarten, manchmal meine originale Kunst und, und. Und ja, Leute, die meine Vlogs ein bisschen aktiver verfolgen, die wissen, wie stressig, wie teuer und wie platzproblematisch das Ganze werden kann. Aber was ich euch jetzt sage, die größten Hürden, das könnt ihr alles ganz einfach überspringen. Du brauchst kein Startkapital, du brauchst keine unendlichen Mengen am Platz und du wirst kein Risiko haben. Los geht's! Das Video heute, das ist kein typisches Mai-Video. Wenn ihr etwas mehr Kreativeres in dieser Art sehen wollt, dann schaut einfach beim letzten Video vorbei. Dort habe ich ein großes, cooles Bild gemalt. Heute spreche ich aber eher zu den Leuten, die auch ein kleines Künstlerbusiness haben oder haben wollen. Leute, die ihre Kunst verkaufen möchten. Und alle Tipps, Hinweise und Empfehlungen, die ich auch in diesem Video gebe, sind möglich mit Gelato, der Sponsor des heutigen Videos. Sie haben spezifisch darum gebeten, dass ich euch mal erkläre, wie ihr komplett risikofrei ein Business aufbaut. Und ja, die Idee fand ich so cool, deswegen habe ich mich mal endlich wieder an ein Tutorial gesetzt. Sagt mir gerne, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, denn das Krypto zusammen zu tippen hat überraschend viel Spaß gemacht. Aber gut, was ist Gelato und was ist Print on Demand generell? Print on Demand Produkte sind Produkte, die erst gedruckt werden, sobald sie bestellt werden. Der Ablauf sieht dabei so aus: Der Kunde, dein Kunde, bestellt etwas über deine Webseite. Diese Bestellung wird allerdings an die Print on Demand Firma, die du jetzt ausgesucht hast, wie zum Beispiel Gelato, weitergeleitet. Und erst sobald die Bestellung reingekommen ist, wird diese Bestellung gedruckt und die Print-on-Demand-Firma persönlich schickt es dann an deinen Kunden. Das Besondere hierbei ist, dass es deine Produkte sind und nicht irgendwelche Dropship-Sachen, hundertfach im Internet sonst wo zu finden sind. Das sind deine Produkte, deine Kunst. Und ja, es ist eben perfekt für Künstler, so wie du und ich, die mit ihrer Kunst Geld verdienen wollen und sich einfach daran erfreuen zu wissen, dass ihre Kunst irgendwo in einem Wohnzimmer hängt. Aber gut, was sind die Vorteile von Print on Demand und Gelato? Warum sollte man das überhaupt machen? Erstens, du brauchst keinen Lagerbestand. Und oh mein Gott, Leute, das ist auf jeden Fall das größte Problem für mich persönlich aktuell. Du musst nämlich richtig viel vorbestellen, wenn du das nicht on demand drucken lässt. Und was passiert, wenn es nicht gekauft wird? Du bleibst auf deinen Produkten sitzen. Du hast die bei dir zu Hause rumliegen und wenn du Pech hast, machst du dann auch noch Verlust damit. Zudem kannst du auch jeder Kunde flexibel bestellen. Das ist natürlich super, wenn du mit verschiedenen Größen arbeitest, bei zum Beispiel Klamotten oder verschiedenen Modellen wie Handyhüllen. Imagine, du designst ein T-Shirt und du musst 200 davon in M, S, L, XL, XXL, XS, ihr wisst schon. Und was auch mega wichtig ist meiner Meinung nach, ist, jeder Kunde kriegt was. Es gibt keine begrenzte Produktzahl. Jedenfalls ist die Produktzahl wesentlich größer bei Print-on-Demand als bei einem Zuhause. Zum Beispiel ich muss teilweise meine Produkte wegen finanzieller oder platztechnischer Probleme auf 100 Stück beschränken. Das ist so das, wofür ich meistens gehe. Aber was, wenn 102 Leute mein Produkt kaufen möchten? Dann sind zwei traurig. Und dann bin ich traurig. Ja, bei Print on Demand kann alle 102 was bekommen. Der nächste Vorteil ist auf jeden Fall das geringere finanzielle Risiko. Ich habe gekleckert. Das ist das, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe. Da die Produkte halt erst produziert werden, nachdem die Leute schon dafür gezahlt haben, musst du gar nicht in Vorkasse gehen. Also du kannst mit 0 Euro Startkapital anfangen. Und eine gute Print-on-Demand-Seite wird auch nichts dafür verlangen, wie zum Beispiel Gelato. Das ist auch, warum ich wirklich diese Plattform sehr gerne mag. Ihr zahlt Gelato nur einen Teil von dem, was ihr auch verkauft. Aber mehr dazu und wie teuer das genau ist, später im Step-by-Step-Shop-Tutorial. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei deinem Produktangebot. Habe ich auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Verschiedene Größen, verschiedene Modelle. Du erstellst das Design wirklich nur ein einziges Mal und Gelato übernimmt den Rest. So kann ich zum Beispiel meinen Print, den ich vorher in meinem Shop nur in A4 und A2 anbieten konnte, jetzt in A5, A6, aber auch in A4, A3, A2, A1, A0, auf einer Leinwand, auf einer Postkarte, in einem Kalender und sonst was anbieten. Ja, während ich halt vorher mich wirklich auf ein, zwei Größen beschränken musste. Ein weiterer Vorteil oder eher was Neutrales, würde ich sagen, ist, dass du die komplette Kontrolle über die Preise hast. Das hast du ja auch, wenn du von zu Hause aus alles machst. Aber zum Beispiel auf Gelato kannst du ganz genau
angeben, wie groß dein Gewinn ist. Auf den Cent genau, aber dazu gibt es auch gleich nochmal mehr Details im Step-by-Step-Tutorial. Und einer der meiner Meinung nach wichtigsten Sachen, weshalb ich mich jetzt auch für Print-on-Demand entschieden habe, ist die Verfügbarkeit weltweit. Ich habe, und vielleicht wissen das einige von euch, bis jetzt nur innerhalb von Deutschland verkauft, weil das am einfachsten für mich ist. Ich versuche jetzt meinen Shop auch weiter auszubauen auf EU-Länder, aber das ist jetzt schon mal, was Versand angeht, ein bisschen Mathematik und ich habe mich aus einem Grund für Kunst entschieden, nicht weil ich Mathematik mag. Aber ja, es gibt ja auch noch Menschen außerhalb der EU, die gerne etwas bestellen müssen und habt ihr schon mal von Zoll gehört? Habt ihr schon mal von unfassbar unnormalen Lieferkosten gehört und das dann für einen Print, der 20 Euro kostet? Es lohnt sich einfach nicht. Mit Print on Demand werden die Produkte allerdings im Ausland produziert. Also die Produktionsstätte sind schon im Ausland. Das Produkt wird im Ausland, also jetzt für mich im Ausland, also außerhalb Deutschlands dann, wo es bestellt wird, erstellt. Also muss es nie über den Zoll. Es gibt keine hohen Versandkosten und auch die Lieferketten sind wesentlich kürzer, wodurch das Ganze auch umweltfreundlicher wird. Aber ich möchte auch generell ein bisschen transparent mit euch bleiben. Deswegen habe ich mir hier auch ein paar Nachteile überlegt. Also was ist negativ am Print on Demand? Es gibt auch einen Grund, warum viele sich dagegen entscheiden. Nummer eins ist das Offensichtlichste. Es sind höhere Produktionskosten pro Stück. Es ist ein bisschen teurer. Du als Verkäufer kannst aber entscheiden, ob diese extra Kosten am Ende beim Kunden liegen oder bei dir, also ob die Kunden ein bisschen mehr zahlen oder du ein bisschen weniger Gewinn dir einholst. Zudem kann es manchmal zu längeren Lieferzeiten kommen. Das ist immer anders, je nach Manufaktur, weil ihr müsst bedenken, die Sachen müssen halt noch produziert werden. Tatsächlich ist es bei Gelato aber nicht der Fall. Auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, mit Gelato zusammenzuarbeiten. Denn Gelato hat über 140 Produktionsstätten in 32 Ländern. Und so können knapp 90% aller Bestellungen innerhalb von 5 Tagen eintreffen. Und kurz nochmal als Anhaltspunkt. Wenn ich Produkte verschicke, plane ich immer 1 bis 2 Wochen ein. Also du wirst, wenn du was bei mir bekommst, die Bestellung nicht innerhalb von 5 Tagen bekommst. Tut mir leid. Es dauert immer 7 bis 14 Tagen mindestens. Liegt daran, wie viele Bestellungen reinkommen. Und da muss man bedenken, das sind auch dann die Sachen, die schon bei mir zu Hause sind. Also wenn ich auch noch dazu rechne, das Ganze vorbestellen und das dann von der Produktion zu mir nach Hause zu bekommen, das sind auch nochmal 5 bis 10 Tage. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, ist die begrenzte Kontrolle über Qualität und Versand. Hier habe ich 2 Tipps. Tipp Nummer 1, stellt euch die Produkte zuerst nach Hause. Genau wie die Kunden am Ende über eure Website bestellen können, kannst du auch die Produkte erstmal so zum Test zu dir nach Hause bestellen. Du kannst gucken, ob dir die Qualität gefällt, ob dir die Größen zusagen, ob das auch das ist, was du machen möchtest. Genau, und zweitens, oft ist es halt auch richtig schön bei so Small Businesses, wenn da so ein persönlicher Touch ist. Also das Ganze persönlich per Hand eingepackt wurde vom Künstler, wo du bestellst, wenn ein gratis Sticker oder eine personalisierte Nachricht beiliegt. Ich mache unfassbar gerne so kleine handgeschriebene Dankenskarten, hauen gratis Sticker rein. Ja, bei Print on Demand ist das nur begrenzt möglich. Also ich weiß, dass Gelato auf jeden Fall auch personalisierte Verpackungen anbietet. Und du kannst auch personalisierte Tags in deine Klamotten reinpacken, also diese Karten, damit da dein Logo draufsteht. Das habe ich aber beides noch nicht ausprobiert, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschnuppern, wenn ich die Tage Zeit habe. Und der letzte Nachteil ist die begrenzte Produktpalette. Gelato bietet über 150 Produkte. Kleidung, Tassen, Handyhüllen, Plakate und. Also eigentlich hat man da wirklich alles, was dein Herz begehrt. Zudem, für uns Künstler sind meistens Prints und Poster, Leinwände maybe, das, was wir verkaufen. Aber wenn du wirklich richtig personalisieren möchtest, dann musst du wahrscheinlich dich mit einer Fabrik in Kontakt setzen. Das habe ich bisher auch nur ein einziges Mal machen müssen und das war für die Kuscheltiere. Und ja, da kommen wir halt wieder zu der Kostenfrage. Das Ganze hat mehrere tausend Euro für mich gekostet. Also das ist keine Sache, die man so aus den Startlöchern heraus machen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber gut, richten wir jetzt einfach mal kurz den Shop ein. Dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht und wie einfach das ist. Also wirklich, ich bin die absolute Tech-Oma überhaupt. Ich verstehe gar nichts. Und ich habe es hinbekommen. Ohne zu googeln. Und das ist ziemlich fancy. So sieht das Ganze bei Gelato jetzt aus. Man meldet sich da ganz normal an mit einer E-Mail-Adresse und man verbindet das Ganze mit seinem Shop. Das macht ihr hier unter Store. Ich habe das jetzt schon gemacht mit meinem Store, weil ich das Ganze auch mal für euch testen wollte vorher. Aber das ist tatsächlich nur 2 Klicks. Das ist wirklich,
dann müsst ihr mir einfach glauben. Es ist super, super einfach. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr immer noch hier unten zum Customer Support gehen. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man die Produkte einrichtet. Und das ist, ach, das macht so viel Spaß, Leute. Ihr geht hier oben zum Produktkatalog und hier seht ihr die ganzen Produkte. Wie gesagt, wir haben hier wirklich einiges. Ich werde mich hier vor allem so auf Wallart, Kalender und Karten und so fokussieren. Insgesamt für meinen Store. Und ja, ihr geht dann einfach da drauf, guckt euch an, was euch gefällt. Und das Geile ist, dass es einfach so viele verschiedene, wunderschöne Produkte gibt, die ich so nie anbieten könnte. Wie einfach gerahmte Poster. Wie cool ist das? Normale Poster mit diesen wunderschönen Holzaufhängungen, Leinwände, gerahmte Leinwände, aber auch Aluminium, Holz, Acryl. Ja, richtig viel. Aber ich glaube, das, was am interessantesten für die meisten von uns ist, das sind hier die Poster. Und hier könnt ihr direkt schon aussuchen, was für ein Papier ihr haben wollt. Es gibt dann ein ganz normales, typisches Poster bis hin zu wirklich Museumsqualität. Ich werde hier einfach das mittlere benutzen. Hier hat man ja schon mal so eine kleine Übersicht, also wie teuer das Produkt sein wird seitens Gelato, wie hoch wahrscheinlich Versandkosten ausfallen werden, hier wohin es geliefert werden kann oder geliefert werden muss. Dann gibt es sogar einen Price Guide, was ich sehr toll finde, der einfach empfiehlt, wie teuer du dieses Produkt verkaufen solltest oder könntest. Am Ende kannst du das Produkt so teuer reinstellen, wie du möchtest. Aber es ist natürlich immer schön, so im gleichen Level zu bleiben wie andere Leute, damit du kein Price-Dumping machst, aber auch Stellungen bekommst, weil du halt bezahlbar bist. Hier kannst du noch aussuchen, ob dein Bild horizontal oder vertikal ist, die Größe. Aber das alles mache ich eigentlich lieber, sobald ich hier auf Add to Store gedrückt habe. Macht man dann einmal kurz und dann kommt man in dieses Menü rein. Fangen wir an mit der Größe. Ich möchte mein Bild in A4, A3, A2, A1 und weil es Spaß macht, auch A0 anbieten. Es ist jetzt wirklich ein Knopf Arbeit für mich, um es in diesen Größen anbieten zu können. Und dann gehe ich hier zu Files und ich habe schon ein paar Sachen hochgeladen. Unter anderem hier auch mein Violet-Bild und das packe ich da einfach rein. Wie ihr sehen könnt, ist es direkt auf allen auch drauf. Und weil meine Bilder nicht signiert sind, haue ich auch noch ein bisschen Branding unten drauf. Also man kann auch mehrere Layer auf ein und das gleiche Bild packen. Hier gibt es dann auch ganz viele andere Menüs, Leute. Die kann ich euch gar nicht alle zeigen jetzt. Da müsst ihr euch selber mal so ein bisschen durchklicken. Aber ihr könnt Text hinzufügen, Formen. Es gibt sogar Sticker. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Postkarten oder so etwas designen wollt. Auf jeden Fall, jetzt Leute, das hat mich so happy gemacht. Ich weiß nicht wieso, aber es gibt ein Preview. Das ist das Ding hier oben. Und was es macht, basically, es zeigt, wie das Ganze in echt aussehen würde, an der Wand. Hier einfach, damit ihr mal seht, wie groß A0 ist. Also man vergisst immer, wie gigantisch das ist. Das ist ein Zwei-Personen-Bett, Leute. Oder hier. Richtig, richtig, richtig cool. Oh. Wenn ihr dann happy damit seid, dann könnt ihr zu Continue to Mockups klicken. Ich habe schon wieder gekleckert. Ah! Genau, und hier kreiert man dann ein Mockup, also ein Bild für eure Webseite, damit das auch schön aussieht. Was gefällt mir? Ich glaube, das gefällt mir. Das sieht auch ganz hübsch aus. Ja, okay, perfekt. Dann geht man jetzt zu Continue to Details. Und hier müsst ihr einfach dann erklären, worum es sich handelt. Das ist Violet Print. Da gebe ich am liebsten Sachen an, einfach zum Produkt selbst. Also da behalte ich das meiste, was hier steht. Produktoberfläche matt, glatt, nicht reflektierend, Papiergewicht und Stärke, Nachhaltigkeit, FSC-zertifiziertes oder gleichwertiges Papier für Nachhaltigkeit. Und dann füge ich persönlich noch gerne hinzu, dieses Produkt wird nicht von Shania verpackt, weil es vielleicht einigen Kunden wichtig sein könnte. Manche Produkte werde ich auch weiterhin von zu Hause aus verpacken und verschicken. Und dann noch immer ein nettes Danke für deine Unterstützung und ein Herz. Dann kann ich hier noch Text hinzufügen. Ich habe es jetzt den Namen Violet gegeben, falls ich jetzt auch noch andere Produkte mit Violet wie Leinwände machen möchte. Ich hier oben auf Continue to Pricing. Hier ganz links steht einmal, was für ein Produkt es ist. Und hier, was die Produktion kostet, der Versand kostet und was dann hier mein Gewinn wäre. Und hier hat man wieder diesen wunderschönen Scale. Und ganz ehrlich, daran werde ich mich persönlich auch orientieren, weil ich finde es ganz schwer, meine eigene Kunst und Produkte preislich einzuordnen. Deswegen lasse ich Gelato das jetzt für mich übernehmen. Also hier ist in etwa 18 Euro der Go-To, 20,50 Euro. Das ist sogar billiger, fällt mir gerade auf, als für wie teuer ich sie verkaufen musste, als ich es von zu Hause aus gemacht habe. Und hier ganz ehrlich, Leute, mal so als Hinweis,
Fühlt euch nicht schlecht, das Ganze teurer anzubieten oder weniger teuer. Es sind eure Produkte, es ist eure Kunst und ihr sollt es verkaufen in der Höhe, wie ihr es für gerechtfertigt haltet. Und wisst ihr was? Wenn die Leute es so teuer finden, dann sollen sie es halt nicht kaufen. Ihr zwingt keinen. Also macht es einfach, wie es euch am liebsten ist. Es sind eure Produkte, aber ja, wenn ihr markttechnisch, verkaufstechnisch, businessorientiert handeln möchtet, würde ich schon versuchen, so ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Genau. Dann könnt ihr hier zu Continue to Review gehen. Hier seht ihr dann nochmal alles aufgelistet, wo es auch hin geliefert werden kann. North America, Europe, Oceania, Asia, South America, United Kingdom and the rest of the world. Sorry, mein PC steht auf Englisch. Und jetzt könnt ihr literally einfach auf Publish gehen. Sehr spannend, sehr spannend. Ich drücke jetzt auf Publish. Lass es ein bisschen arbeiten und bam! Es ist auf meiner Website, Leute. Es ist so heftig. Ich gehe jetzt einfach auf hier www.shaniyabo.com. Ich habe jetzt ein Passwort draufstehen, damit Leute es nicht schon kaufen können, während wir das hier einrichten. Und wenn ich hier jetzt runterscrolle, bam, ist es einfach da. Ihr könnt draufklicken. Es ist genau im gleichen Design und Layout wie meine anderen Produkte. Und hier könnt ihr dann die Größe aussuchen, die ihr haben wollt. Dann wird der Preis hier oben auch angepasst. Und ihr könnt so viele davon bestellen, wie ihr wollt. Okay, wahrscheinlich hat die Manufaktur dann auch irgendwann kein Papier mehr da. Aber ihr könnt auf jeden Fall deutlich mehr bestellen, als wenn ich es von zu Hause aus machen würde. Und auch kurz, damit ihr es hier sehen könnt, im Backend von meiner Webseite. Hier habe ich auch immer Stock stehen, also wie viele ich davon verkaufe. Wie ihr sehen könnt, bei den Sachen von Gelato, die ich eingebettet habe, steht automatisch unendlich. Und das ist auch wirklich alle Arbeit, die ich jetzt reinstecken muss. Das ist jetzt auf meiner Website und das war's. Der ganze Rest wird jetzt von Gelato übernommen. Und das beruhigt mich so sehr, Leute, ihr habt keine Ahnung. Es ist manchmal so stressig, das alles alleine zu machen. Und es ist einfach schön, jetzt ein bisschen Hilfe zu bekommen. Also wie gesagt, so meine Gewinnmargen hier, also was war das hier teilweise? 10 Euro. Die hab ich, wenn man meine Arbeitszeit und allem mit einberechnet, kaum. Das heißt, ich habe hier mehr Gewinn tatsächlich, und ihr zahlt weniger. Und da ich weiß, dass die Frage aufkommen wird, ihr könnt Gelato eigentlich in den meisten der führenden Plattformen einbetten, unter anderem Shopify, Etsy, Squarespace, Wix, WeCommerce und noch viel mehr. Und ein weiteres Feature, was ich euch unbedingt hier zeigen muss, was ich jetzt persönlich nicht nutzen werde auf meiner Webseite. Aber ihr könnt sogar personalisierbare Produkte anbieten. Über Shopify und Etsy. Also wenn ihr zum Beispiel Geburtstagskarten anbietet über eure Webseite, können eure Kunden den Namen eingeben und der Name wird dann bei Print on Demand gedruckt und zu den Leuten geschickt. Wie gesagt, ich mache das nicht. Einfach weil das nicht zu meinen Produkten passt. Deswegen habe ich es auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut und es sah sehr interessant aus. Also vor allem, wenn ihr jetzt in dem Business mit Karten oder Geschenken arbeitet, ist das auch nochmal super viel wert. Und das ist das gleiche Prinzip. Ihr bettet das einmal ein und der Rest wird von Gelato gemacht. Aber gut, jetzt habe ich gesagt, was ich nicht nutze. Wofür nutze ich? Jetzt ab sofort Print on Demand und Gelato spezifisch. Ich werde mit den nächsten Drop Drops so weitermachen wie bisher, also von zu Hause aus, damit ich es halt etwas mehr personalisieren kann, unter anderem mit ab sofort unterschriebenen Prints und signierten Dankeskarten. Und auch komplett personalisierte Produkte, wie zum Beispiel die Kuscheltiere oder die Schlüsselanhänger, die ich anbieten werde, die muss ich natürlich auch auswärts machen lassen. Das bietet Print on Demand meistens nicht an, in der Art, wie ich es gern haben möchte. Aber ich werde Print on Demand auf jeden Fall für ältere Prints, wie zum Beispiel Violet, wie wir gerade gesehen haben, nutzen. Weil es einfach zu viel Arbeit ist und zu viel Platz und zu viele Kosten, um diese älteren Prints weiterhin immer aufzustocken. Und so kann ich einfach dafür sorgen, dass auch Leute, die später dazu kommen oder zu Beginn vielleicht nicht so viel Geld hatten, aber jetzt extra was gespart haben, dass diese Leute halt trotzdem noch diesen Print kriegen können. Genauso werde ich Print on Demand für umfangreichere Produkte nutzen. Ich werde also die größeren Prints, die ich einfach nicht zu mir nach Hause bestellen und auch nicht verschicken kann. So A0 Größe, das werde ich halt alles über Gelato machen lassen. Und für umfangreichere Produkte wie Handyhüllen oder Kleidung, wenn ich es anbieten werde, was ich auf jeden Fall vorhabe irgendwann, da werde ich halt auch Print on Demand nutzen, aufgrund von Kosten und Platzmangel.
Ich hoffe, dass dieses Video einigermaßen hilfreich war. Und ich hoffe, dass ich auch einige von euch vielleicht dazu motivieren konnte, eure eigenen Produkte zu entwerfen und zu verkaufen. Ihr könnt Gelato, wie gesagt, komplett kostenlos nutzen. Und wenn ihr innerhalb von 48 Stunden nach Kontoerstellung Produkte bei Gelato bestellt, bekommt ihr ganze 50% Rabatt. Das ist natürlich super, wenn ihr einfach ein paar Testprodukte zu euch nach Hause bestellen wollt. Aber ja, ich habe jetzt ab sofort auch Gelato-Produkte in meinem Shop. Schaut also gerne vorbei. Ab sofort erhältlich, meine ganzen Prints. Ja, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt kreativ und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit einem neuen Video. Ciao, ciao.